Also sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir, die wir Sozialarbeit betreiben, kennen so die enge Verzahnung des Gesellschaftlichen, des Politischen mit den individuellen Schicksalen und mit unserer Arbeit. Unsere Klientinnen erleben die Auswirkungen ökonomischer und politischer Prozesse mitunter schmerzlich. Vom Machen dieser Prozesse profitieren sie aber auch. Und Sie wissen es, weltweit schalten sich Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter in Diskussionen ein, wie die Gesellschaft zu gestalten sei. Sie tun das als Bürgerinnen und Bürger und sie tun es auch als Expertinnen, Experten. Das Besondere an der sozialen Arbeit ist, dass sie aufgrund ihrer Aufgaben ihren Blick vor allem auf jene Personen richtet, die benachteiligt, in der einen oder anderen Form ausgeschlossen sind, deren Alltag nicht gelingen will. Und aus der täglichen Arbeit mit solchen Personen erlangen wir Kenntnisse über Lebensbedingungen und Lebensformen, wie sie sich unter den Bedingungen von Exklusion entwickeln. So ist es nur verständlich, dass soziale Arbeit skeptisch gegenüber vermeintlichen Lösungen ist, die den Opfern jeweils die Schuld zuweisen. Soweit scheint das ja klar zu sein, aber zwei Einwände sind doch anzubringen. Der erste Einwand: die soziale Arbeit ist selbst Teil des erweiterten Staatsapparats. Ihre Akteure sind in aller Regel nicht selbst vom Ausschluss betroffen. Ein paternalistisches Element ist ja eingeschrieben und zwar auch und gerade dann, wenn sie von Empowerment redet. Der zweite Einwand: auch unter den Profis der sozialen Arbeit gibt es Leute, die in ihrer täglichen Arbeit nicht immer damit zu Rande kommen, dass Klientinnen sich scheinbar unvernünftig, renitent, unsolidarisch, rücksichtslos gegenüber ihren Mitmenschen und selbstschädigend verhalten. Das auszuhalten, trotzdem am Inklusionsziel weiterzuarbeiten, das ist wesentlicher Teil der fachlichen Kompetenz, die hoffentlich im Zuge des Studiums erworben wird. Wenn die soziale Arbeit politische Aussagen trifft, wendet sie sich in der Regel an ihresgleichen, an jene, die drinnen sind. Dafür braucht sie Leitplanken, Menschenrechte, Capabilities, wie bei Sen Nussbaum. Und zum Beispiel die elementare Erkenntnis Ilse Adels von der Grenznot, die Ausführung, dass es eine Gesellschaft nicht unberührt lässt, wenn sie in Teilen größere Not zulässt, für gesellschaftlich akzeptabel hält. Hier am Adelt-Institut haben wir uns dazu entschlossen, Inklusion als Maßstab zu nehmen, durchaus aus pragmatischen Gründen. Inklusion bildet ziemlich genau ab, wofür Sozialarbeit sowohl in ihrer Arbeit am Fall wie auch in ihrer gesellschaftspolitischen Rolle steht. Es geht hier, kurz ausgedrückt, nicht in erster Linie um die Erziehung von Menschen, sondern darum, ihnen, so wie sie sind, die Teilhabe am gesellschaftlichen Austausch zu ermöglichen. Um den Grad der Inklusion oder durchaus auch der Bedürfnisbefriedigung bei Ilse Arlt zu messen, braucht man keine Utopie von der perfekten Gesellschaft, nicht einmal eine Bedürfnistheorie, eine groß ausgearbeitete. Man braucht nur den Blick auf die bestehende Gesellschaft und darauf, was sie jenen, die nicht in der einen oder anderen Form von Ausschlüssen betroffen sind, an Teilhabemöglichkeiten bietet. Der Maßstab muss nicht erfunden werden, sondern er wird vom vorfindlichen Zustand der Gesellschaft geliefert. Hier wird ausgesagt, inwieweit es Personen möglich ist, die gesellschaftliche, das heißt die politische, ökonomische, soziale Infrastruktur für ihre eigene Lebensführung zu nutzen. Bei seinem Vortrag auf der Bundestagung des OBDS 2012 hat Fritz Rüdiger Volz für die Sozialarbeit als Profession der Freiheit plädiert. Dem ist grundsätzlich zuzustimmen, mit ihrem Fokus auf die Personen, Individuen, mag sie dafür prädestiniert sein. Wie sagte Ilse Arlt, mein Ziel ist Individualismus für alle. Ähnlich argumentiert Michael Winkler von der Universität
jener, er sagt, er beklagt in der, und ich zitiere, in der Sozial- und Bildungspolitik, in der sozialen Arbeit und in der Schulpädagogik haben sich ein Denken und vor allem eine Praxis durchgesetzt, die schlicht und ergreifend radikal illiberal sind. Sie berücksichtigen weder die Überlegung, dass Freiheit als ein nicht hintergehbares Ausgangsdatum professionellen Handelns in diesen Feldern gedacht werden muss, noch dass soziale Arbeit, Betreuung, Erziehung oder Unterricht damit zu tun haben, Menschen die Freiheit zu sichern oder zu ermöglichen, sie zumindest jedoch darin zu unterstützen, sie zu erlangen. Zu beobachten ist, wie unter den Vorzeichen sozialer Gerechtigkeit und verbesserter Bildungschancen ganze Bevölkerungsgruppen und Lebenspraxen als Risikofälle unter Verdacht gestellt werden. Als Risikofälle, die dann so bearbeitet werden müssen, dass niemand zum Störfall wird. Schlichte Anpassung steht im Vordergrund, vermutlich weil alle anderen sie unter dem Etikett der Fitness selbst betreiben. Und weiter bei ihm, gewiss, die Sache lässt sich nicht mit trivialem Management oder mit Sachbearbeitermentalität bewältigen. Gelingt es, die Freiheitsproblematik aufzunehmen, dann könnte der aktuelle Hype um Freiheit die soziale Arbeit wieder zu dem inspirieren, was Not tut, radikal und kritisch zu werden. Das ist zwar etwas polemisch, aber wenn man den Kern der Argumentation hernimmt, dann beschreibt Winkler natürlich eine offensichtliche Tendenz der Bevormundung, der Etikettierung, eine Tendenz zu Ertüchtigungsprogrammen, ausgerechnet für jene, denen überall Hindernisse in den Weg gelegt werden. Das kann man mit dem Freiheitsthema verbinden, das ist kein schlechter Einwurf. Das Case Management mit seinem strikten Aufbau befördert Illusionen von Machbarkeit. Man erhebt die Situation, definiert Ziele, macht einen Plan, der von den Beteiligten unterschrieben wird und dann geht's los. Manchmal funktioniert das ja sogar. Der tschechische Schriftsteller Karel Čapek hat einige Jahre ein Prager Theater geleitet. Nach Ende seiner Leitungstätigkeit schrieb er darüber ein Essay. Dabei zeigt er auf, dass ein Stück, Zitat, nicht durch die einfache Umsetzung eines Plans, sondern durch die ununterbrochene Überwindung unzähliger und unvorhergesehener Hindernisse entsteht. Čapek wusste, wovon er sprach. Menschliche Konflikte, technische Pannen, chaotische Organisation und verpasste Deadlines, das Gelingen einer Aufführung ist ein glücklicher Zufall oder geradezu ein Mirakel. Das klingt ziemlich genau nach den Unwägbarkeiten und Mäandern, die sozialarbeiterische Fälle so mit sich bringen. Nach den zahlreichen Akteurinnen und Akteuren, die ein geplantes Gelingen zu Fall bringen können und andererseits manchmal ein Gelingen ermöglichen, das so überhaupt nicht erwartet worden war. Wenn Ihnen das zu literarisch, zu satirisch klingt, ich habe noch einen anderen Zugang auf Lager. François Julien hat in einem schönen Text die Herangehensweise verschiedener chinesischer Theoretiker durch die Jahrtausende aufgearbeitet, unter anderem von Sun Tse. Er beschreibt eine nicht heroische Theorie des Handelns in komplexen Situationen. Eine Situation müsse heranreifen, man müsse sie erkennen. Der beste Feldherr ist nicht der Held, der durch spektakuläre Aktionen den Sieg erringt. Der beste Feldherr ist jener, dem keine Denkmäler errichtet werden. Seine Siege scheinen leicht errungen zu sein, weil er darauf gewartet hat, dass die Situation heranreift, die den Sieg zu einer Selbstverständlichkeit macht. Es kann besser sein, sich lange zurückzuhalten, sich nur in Bereitschaft zu halten und wenn die Zeit reif ist, schnell zu handeln. Das wäre eine gute Sentenz, um sie Sozialarbeitern, Sozialarbeiterinnen ins Stammbuch zu schreiben. Vor allem aber jenen, die die Illusion verbreiten, man müsse nur genau genug planen und energisch umsetzen, dann werde alles gut und richtig.
So gesehen sind gute Sozialarbeiterinnen solche, die auf die Änderung warten können, nicht jene, die sie zu erzwingen versuchen. Allerdings, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann ist schnelles Handeln erforderlich. Geduld und Schnelligkeit sind keine Gegensätze, sie haben nur jeweils ihre Zeit. Das passt nicht immer in das Weltbild von Auftraggeberinnen oder von Programmen. Die chinesischen Denker gingen dabei übrigens keineswegs von demokratischen Grundwerten aus, sondern sie beschrieben eine Kriegs- und Herrschaftstechnik. Interessant ist das trotzdem, weil wir es als Handlungstheorie lesen können, als eine Alternative zu einer Brachialideologie der Machbarkeit und Erzwingbarkeit. Was hat das mit Demokratie zu tun? Vorerst steht diese Auffassung einer der großen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte gegenüber dem Managerialismus, dem Kult der Machbarkeit und der detailgenauen Planung, Dokumentation. Castell hat das als allgemeine Tendenz beschrieben. Es begann, wenn Sie sich, jene, die sich erinnern können, mit dem Thatcherismus in den 80er Jahren, der sukzessiven Übernahme der Prämissen des Thatcherismus in Kontinentaleuropa, auch durch die Sozialdemokratie. 2,5 Jahrzehnte wurde Betriebswirtschaft als einzig gültige Gesellschaftsphilosophie behandelt, betriebswirtschaftliches Denken als Lösung für alle Fragen der Gesellschaft, nahezu alle anderen Antworten wurden delegitimiert. Diese Entwicklung hat eine ironische Point. Mit Berufung auf radikal marktwirtschaftliches Denken wurde ein Kult der dichten Steuerung entwickelt, der in seinen Bürokratisierungstendenzen, in seinem Planungsglauben und in seinem Ökonomismus dem vermeintlichen großen Gegner, dem damals noch sogenannten Realsozialismus, immer ähnlicher wurde. Gefinkelter zwar, aber doch im Grunde mit den gleichen Illusionen. Die erste Variante des heroischen Bürokratismus ist 1989 mit dem Realsozialismus grandios gescheitert. Die zweite Variante kann nicht scheitern, denn an den Misserfolgen sind immer jene schuld, die die Pläne nicht einhalten, die andere für sie gemacht und ihnen aufgezwungen haben. Schuld sind jene, die sich nicht hinreichend ertüchtigen, die nicht schon wieder das nächste Ziel anstreben, die Klientinnen zum Beispiel. Und um das Freiheitsthema noch einmal aufzugreifen, Freiheit wird nicht dadurch verwirklicht, dass Behörden ihre Aufgaben vernachlässigen. Wie komme ich jetzt plötzlich darauf? Sicherheitshalber verwende ich ein lange zurückliegendes Beispiel. Nach einem der ersten gröberen bekannt gewordenen Jugendwohlfahrtsunfälle in Wien, eine Familie hatte ein behindertes Kind über lange Jahre in einem Gartenhäuschen gefangen gehalten, veröffentlichte die damalige Leiterin des Jugendamtes einen Kommentar im Standard, in dem sie die Schuld den Nachbarn zuschob. Die hätten sich nicht darum gekümmert, das Jugendamt habe seine Aufgaben sicher nicht vernachlässigt, wenn die Leute nicht wollen, dann könne es nichts tun. Unterfüttert wurde diese Argumentation mit Hinweisen auf die demokratische Gesellschaft und auf die Notwendigkeit nachbarschaftlicher Aufmerksamkeit. Das war natürlich eine ziemlich durchsichtige Argumentation, aber auch eine ärgerliche. Wir wären damit aber bei einem Leitthema, beim Leitthema dieser Tagung angelangt, Top-Down oder Bottom-Up. In einer hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaft braucht man beides. Die Verwaltung und die Rechtsprechung haben eine unverzichtbare Funktion und das Gedeihen des Gemeinwesens funktioniert nur, wenn die ihre Funktion auch wahrnehmen. Wozu sollen wir Steuergelder in eine Verwaltung investieren, die die Verantwortung für ihren Zuständigkeitsbereich von sich schiebt?
Es ist eben nicht demokratisch, wenn, anderes Beispiel, die Justiz sich vornehm zurückhält. Spontane Selbst- und Lynchjustiz ist zwar bottom-up, demokratisch ist sie nicht, im Gegenteil. Die Kunst, die es zu entwickeln gilt, ist eine Kombination aus kompetenter Fachlichkeit bei den staatlichen Programmen, seien sie nun direkt von Behörden oder mit Steuergeldern, unter anderem mit Steuergeldern von NGOs durchgeführt, und intelligenter Unterstützung von Elementen der Selbstorganisation und der Selbsthilfe. Und auch Letzteres benötigt heutzutage Profis. Wir versuchen hier solche intelligenten Techniken zu entwickeln und zu fördern. Die Aufgabe der Profis ist dabei nicht mehr eine Lösung vorzugeben, sondern Arrangements zu treffen, dass Lösungen entstehen können. Die Conferencing-Modelle, wie zum Beispiel der Familienrat, sind ein solches Modell, das von den Expertinnen sowohl Fachwissen als auch die Fähigkeit zu großer Zurückhaltung fordert. Die Formen der Kurzintervention im Gemeinwesen, die wir vor Jahren entwickelt haben, weisen in eine ähnliche Richtung. In den Panels werden Sie viele praktische Ansätze zum einen wie zum anderen kennenlernen und diskutieren können. Zu einer verantwortungsvollen und verantwortungsbereiten Verwaltung und zur Kunst der Unterstützung und Anregung von Selbstorganisationsprozessen. Man könnte sagen, wir versuchen zu arbeiten an einer Mikrotechnologie der Demokratie und, ja, wenn man so will, auch an einer Mikrotechnologie der Freiheitsermöglichung und Freiheitswahrung. Wir glauben, dass wir damit eines der großen Zukunftsthemen der sozialen Arbeit aufgreifen und unseren Beitrag dazu leisten. Dazu gehört Diskussion und die werden wir haben. Schon jetzt, ich räume das Feld, Wolfgang Graz und Michaela Moser, werden wir wohl im einen oder anderen hoffentlich widersprechen. Ja, und am Nachmittag haben Sie dann auch noch Zeit dazu. Mein Abschlussbild will ich noch zeigen, obwohl mich Wolfgang ersucht hat, dass ich seine Präsentation gleich bringe. Das ist jetzt eine Sammlung der Bilder und der Herr ist der Herr Julien, den ich erwähnt habe. So, Wolfgang. Gut. Come on. Mir fällt irgendwie der Part zu, das, was Peter Pantuchek schon ein Stück aufgemacht hat, nämlich die Frage, wie gehen Verwaltung und Politik mit Demokratie, mit Freiheit, mit öffentlichem Gemeinwohl um, etwas zu vertiefen. Ich habe mich gefragt, wie kann ich das, worum es mir geht, auf den Punkt bringen, und mir ist dann also die Überschrift eingefallen, die Saat liegt im Boden, wie geht sie weiter auf? Das heißt, Sie sehen, ich habe also eine durchaus also fragende, aber grundsätzlich auch nicht pessimistische Grundhaltung. Zeige Ihnen kurz den Bogen, den ich jetzt aufspannen möchte. Ich möchte die Begrenzungen des Public Managements nur kurz umreißen und dann einiges sagen zu den nicht eingelösten Verheißungen des Public Governance, von Public Governance. Und ich werde dann versuchen, die aus meiner Sicht zwei Hauptursachen, warum da so wenig eingelöst wurde, darzustellen. Das eine ist die Frage der mentalen Modelle der Keyrole-Player und das andere ist die Verfasstheit von Politik, die ich anhand eines bestimmten theoretischen Ansatzes also eher kühl darstellen möchte. Und meine These ist, dass Politik durchaus nicht nur Begrenzungen und Mängel hat, sondern gerade auch in ihrer gegenwärtigen Verfasstheit Chancen eröffnet und dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter durchaus auch über Kernkompetenzen verfügen, um sich in das Feld zumindest partiell einzubringen. Ich werde dann einige allerdings nur kurz genannte Beispiele zur Gestaltung von Partizipation oder auch Einmischung bringen, und werde zum Abschluss auch einige Bemerkungen zur von mir wahrgenommenen Großwetterlage machen. Der Ansatz des Public Managements, den Staat als Firma und staatliche Organisationen als Unternehmen zu sehen, die man primär betriebswirtschaftlich steuern kann, ist also auch im öffentlichen Sektor in seiner Begrenztheit erkannt worden. Es hat sich ein neues Paradigma herausgeformt, Public Governance genannt,
das durchaus eine Reihe von Verheißungen hat, die sich also mit dem, was im Tagungsprogramm thematisch aufgemacht wurde, decken, nämlich Bürgerbeteiligung. Man nimmt da die Worte Co-Design, also Mitgestaltung beim Design staatlicher Leistungen und Co-Produktion öffentlicher Leistungen. Das ist allerdings eine zwiespältig zu sehende Angelegenheit, die aus meiner Sicht aber nicht nur fragwürdig ist, sondern auch Chancen eröffnet. Also beispielsweise Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen, die also eingebaut werden in einer produktiven Form, wären da ein Beispiel. Public Governance meint, dass komplexe Probleme über Organisations- und Zuständigkeitsgrenzen hinweg bearbeitet werden müssen und dass das nur geht in elaborierten Formen von Vernetzungen und Kooperationen zwischen öffentlichen Institutionen, NGOs, NPOs, aber auch Wirtschaftsunternehmen. Ein Systemtheoretiker Wilke geht so weit, dass er sagt, der Staat als Supervisor der Gesellschaft, also nicht als der Hauptakteur, sondern der, der auf die Gesamtsteuerung achtet. Ja, und schließlich geht es im Public Governance auch um die Sicherung einer angemessenen Qualität der Lebensführung, man kann sagen durchaus im Sinne von Ilse Adelt, sowie von Gemeinwohl. Man spricht von der Orientierung am Public Value, also welchen Nutzen für die Allgemeinheit stiften bestimmte staatliche Aktivitäten und Interventionen und diese sollen auch nachhaltig sein. Das Ganze ist ziemlich wenig eingelöst, um nur zwei Beispiele zu bringen. Bei der Frage von Elga findet ein Match zwischen Ärztekammer und Sozialversicherungsträgern und dem Ministerium statt. Die Bürger bleiben da außen vor. Bei der Neugestaltung, Neukonstruktion der Zuständigkeiten im Asyl- und Fremdenwesen sagen jetzt Bürgermeister, wieso sind wir da nicht mit drinnen? Wir wollen also beim Bleiberecht auch mitreden. Vor 3 Tagen hat zu mir der Leiter einer Präsidialsektion gesagt, sagen Sie mal ein Beispiel, was aus dem ganzen Governance wurden ist und Konzepte, die nichts bringen, die brauchen wir nicht. Das zeigt also, dass in der Praxis, auch wenn dieses Zitat sehr zugespitzt ist, es war auch bei einem Bier und nicht in der Öffentlichkeit, dass die Verwaltung und auch die Politik sich mit diesem Ansatz sehr schwer tun. Und das hat 2 Gründe, auf die ich jetzt näher eingehen möchte. Das eine ist die Frage, was sind die mentalen Modelle? Es gibt also die alte Präzisionsmaschine, wie sie Max Weber beschrieben hat, also rechtlich gesteuerte Bürokratie als Hochleistungsapparat. Und es gibt aber auch die Präzisionsmaschine im neuen Gewand der normativ begründeten betriebswirtschaftlichen Konzepte und darauf aufgebauten Instrumente, um Unternehmen zu steuern. Und insofern tun sich auch Verwaltungsbeamte gar nicht so schwer, Konzepte von Public Management zu übernehmen, weil sie ihr mentales Modell nur leicht variieren, aber nicht wirklich ändern müssen. Das Gegenmodell ist Management als Organisation von Selbstorganisation, das darauf aufruht, dass wo immer Menschen zusammenkommen, Selbstorganisation waltet und dass man sehr aufmerksam kann, schauen muss, was läuft da eigentlich und wie kann ich sinnvolle Formen der Selbstorganisation unterstützen, wahrscheinlicher machen, zum anderen aber auch unerwünschte Formen der Selbstorganisation, die gibt es auch, unwahrscheinlicher machen. Und diese beiden Modelle haben auch einen sehr unterschiedlichen Approach, wie sie sich auf ihre Umwelt beziehen. Mir ist aufgefallen, also bei der einen Folie von Maria Mais, nämlich über die Seminararbeiten, dass da auch eine Studentin geschrieben hat über die Polarexpedition, Südpolexpedition von Captain Scott. Und das ist für mich ein schönes Beispiel. Na, Scott war also der Repräsentant der Weltmacht Nummer 1, der also mit allen technischen Errungenschaften der Weltmacht Nummer 1 in die Antarktis gezogen ist und 4 andere und er sind umgekommen nach dem Motto Die British.
Also das war sozusagen der imperialistische Ansatz und der andere Ansatz war von Amundsen, also Mitglied einer ganz neu geborenen Nation. Norwegen ist da gerade selbstständig geworden, der sich die Überlebenstaktiken der Eskimos angeschaut hat und einen sozusagen ökologischen Ansatz gehabt hat, voll Respekt für die antarktische Umwelt. Und die sind alle gesund zurückgekommen und haben am Schluss ihr Marschtempo sogar noch steigern können. Das heißt also, ich habe nicht ganz dein Bild, Peter, dass also die Bürokraten immer gewinnen. Und ich glaube auch, dass also Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter von ihrer Grundhaltung her und von dem, was sie lernen und wie sie arbeiten, durchaus also sehr gut befähigt sind, also Management von Selbstorganisation zu betreiben, sei es im Casework, sei es aber auch bei politischen Aktivitäten. Ich kann da auch ein Beispiel sagen als Mitglied des Aufsichtsrats von Neustart. Also wir haben jetzt heuer die zwei Geschäftsführerpositionen, die wir haben, neu zu besetzen gehabt und haben beide mit Menschen besetzt, die auch Sozialarbeiter, nicht nur, aber auch Sozialarbeiter sind und die für uns sehr stark für diesen ökologischen Management-Ansatz stehen. Ja, die zweite Limitierung ist Politik als hochirritierbar und chaotisches System. Also wir haben ja heute jetzt diesen Feueralarm gehabt und sind alle relativ gelassen hinausgegangen. Und wenn ich das jetzt auf das politische System, diese Situation übertrage, das ist ein System, wo dauernd irgendwelche Feuermelder gehen, Nebelgranaten geschmissen werden, Feuerwehrleute Brände legen etc., was man da sonst an dem Bild weiter betreiben will, wo es also sehr chaotisch zugeht und Politik sehr hoch irritierbar ist. Ob Sie jetzt an den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss denken und was sich da abgespielt hat oder alles, was sich zum Beispiel um den elektronisch überwachten Hausarrest in den letzten Wochen bis zu gestern abgespielt hat. Es gibt ein politikwissenschaftliches Konzept, das versucht es zu erklären. Das sagt, es gibt drei Ströme, die gleichzeitig nicht ruhig dahinströmen, sondern also eher so über Stromschnellen dahin purzeln. Einerseits den Problemstrom, wobei die spannende Frage ist, welche Probleme werden überhaupt identifiziert, hochgekocht, heruntergekocht, wie immer auch erkannt oder nicht erkannt. Der zweite Strom ist der Optionenstrom. Und das ist häufig so, dass Lösungen darauf warten, dass irgendein Problem auftaucht, wo sie dann als Lösungsanbieter sagen können, hurra, wir haben die Lösung. Und das können also Experten, Scharlatane, Idealisten, Moralunternehmer oder was auch sonst immer sein. Naja, und der dritte Strom ist der Politikstrom, wo es darum geht, immer wieder Haken zu schlagen, auf Irritationen rasch zu reagieren, wechselnde Kooperationen oder auch Feindschaften einzugehen und dergleichen mehr. Da ist durchaus auch das gefragt, was du angesprochen hast, nämlich, dass man nicht sagt, man muss also ständig zu Felde ziehen und große Schlachten schlagen, sondern dass man durchaus auch geduldig wartet und dann auftuende Gelegenheitsfenster dann aber blitzschnell nutzt und also seine Optionen dann ins Spiel bringt und dabei auch bereit ist, Koalitionen und Vernetzungen einzugehen, die nur flüchtig sind und die auch manchmal einen bisschen einen Haute Goût haben. Ich bin der Meinung, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter da durchaus recht gute Voraussetzungen haben, dort wo es angebracht ist, sich also in dieses Mehrstromland hineinzubegeben, weil bestimmte Kompetenzen gefordert sind, die Sozialarbeiterinnen tendenziell zur Verfügung haben. Sie kennen sich im Umgang mit komplexen sozialen Systemen ziemlich gut aus. Sie haben es laufend zu tun mit Mehrdeutigkeiten und dem sich bewegen in und mit Spannungsfeldern. Und sie haben auch die Fähigkeit, in den Schuhen der anderen zu gehen, was also auch eine wichtige Voraussetzung ist, um sich also im politischen Getriebene der verschiedenen Ebenen gut einzubringen.
Ich habe also im Sommersemester in Innsbruck eine einschlägige Lehrveranstaltung im Masterstudium Soziale Arbeit gemacht und wir haben da Planspiel gemacht und an Fallbeispielen gearbeitet und haben die Studierenden plötzlich gesagt, na, wir kommen eigentlich drauf, dass wir eine ganze Menge gelernt haben und können und die stehen ja auch teilweise schon im Beruf und anwenden, was man natürlich in einer spezifischen und anzupassenden Form durchaus, wenn man politisch wirksam werden will, gebrauchen kann. Diesen Punkt der Beispiele wollte ich sowieso kurz halten, weil da im Panel am Nachmittag heute noch mehr Gelegenheit ist und es gibt jetzt natürlich Gründe, das noch kürzer zu halten. Zum Ersten, also Großgruppeninterventionen, bei denen Großgruppenveranstaltungen, bei denen Betroffene beteiligt sind. Ich habe da sehr unterschiedliche Felder kennengelernt mit durchaus gemeinsamen Erfahrungen. Also ich habe beispielsweise gestaltet eine Zukunftskonferenz in der Anstalt für Jugendliche in Gerersdorf, wo über 3 Tage gemeinsam gearbeitet wurde, also gleich viel jugendliche Gefangene wie Wachebeamte und einige von draußen. Und ich habe auch schon eine Tagung gestaltet, wo es um Behinderte gegangen ist und wo Behinderte in einem Open Space mit ihre Anliegen eingebracht haben. Und ich habe aber auch schon auf kommunaler Ebene gearbeitet, wo Bürger dabei waren. Und die gemeinsame Erfahrung ist, der kritische Punkt sind nicht diese unterschiedlichen Formen von Betroffenen, sondern der kritische Punkt ist, dass man im Vorfeld den Profis, aber auch den Politikern vermitteln kann, dass sie sich darauf einlassen können, dass Politiker und Profis sich trauen, sich also mit Gefangenen, Behinderten in einem Raum gemeinsam auf einer Ebene auszutauschen. Und der noch kritischere Punkt ist, dass die Ergebnisse dann auch ernst genommen und zumindest teilweise ansatzweise umgesetzt werden. Das zweite Beispiel ist ein ganz anderes. Eine Kollegin, 5 Kollegen und ich haben uns 2004 zur kriminalpolitischen Initiative zusammengeschlossen, weil wir gefunden haben, man soll das nicht darauf verengen, bauen wir jetzt Gefängnisse in Rumänien oder in Wien oder an beiden Orten. Wir haben das Motto mehr Sicherheit durch weniger Haft entwickelt und man hat uns damals gesagt, ihr seid deppert unter Böhmdorfer und Blau-Schwarz, was soll da gehen? Und etliche unserer Vorschläge wurden mittlerweile umgesetzt, unter anderem auch der elektronisch überwachte Hausarrest, der ein sozialarbeiterisches, sehr sinnvolles Betätigungsfeld ist. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich habe mir gedacht, man soll solche Anmerkungen nicht ahistorisch stehen lassen, ohne Bezug auf den Zeitpunkt, in dem wir derzeit leben und dem, was auf uns zukommt. Für mich ist also auch, wie du 1989 erwähnt hast, dieses Jahr ein wichtiger Ansatzpunkt mit dem Zusammenbruch des Kommunismus. Und damals war ja so das Motto, alles wird gut. Ne? Und wir gehen jetzt also einer glanzvollen Zukunft entgegen. Man hat dann relativ rasch gesehen, dass nicht alles gut wird. Aber niemand hat vorhergesehen, was sich also innerhalb der nächsten 3 Jahrzehnte entwickeln wird und oder 2 Jahrzehnte entwickeln wird. Und aus meiner Sicht lässt sich durchaus ein Bogen spannen, also vom Zerfall des Kommunismus zur Finanz- und Weltwirtschaftskrise, in der wir immer noch stecken. Das könnte man jetzt lang theoretisch begründen. Aber Heinz Steiner, der leider verstorbene Soziologe Heinz Steiner hat zu uns einmal gesagt, es ist notwendig, dass sie die Kapitalisten zumindest ein bisschen fürchten, weil sonst werden sie unverschämt. Und genau das ist eingetreten. Wir haben gesehen, nach Wegfall der Systemkonkurrenz, wie unverschämt, grenzenlos gierig, aber auch mächtig der Finanzkapitalismus geworden ist. Wir stecken noch mittendrinnen. Jetzt haben also die Finanzmärkte es geschafft, ihre Krise den Staaten umzuhängen.
Und der aktuelle Befund ist ja eher grauslich, nämlich dass die Bewältigung der Krise zulasten der Exkludierten geht, bis dahin, dass also der Mittelstand schrumpft. Zum anderen gibt es aber durchaus ja auch bereits sehr sichtbare Gegenbewegungen von Occupy bis zu dem, was sich also am Syntagmaplatz in Athen oder in Spanien und Portugal abspielt. Ich bin nicht in der Lage zu sagen, was aus all dem wird, was wir gegenwärtig erleben. Genauso wenig, wie ich auch selbst nicht in der Lage war, 1989 auf die Idee zu kommen, was 2007 sein wird und was sich dann abspielen wird. Ich meine, dass die Partie aber ziemlich offen ist und dass es schon spannend sein wird, inwieweit es nicht doch Gegenbewegungen gibt, die also den Kapitalisten Anlässe gibt, sich doch wieder mehr zu fürchten und etwas weniger unverschämt zu sein. Ich glaube, es wäre also tatsächlich überzogen und eine nicht zutreffende Allmachtsfantasie, wenn man bei dem, was sich da derzeit abzeichnet und im Laufen ist, der Sozialarbeit und Sozialarbeiterinnen eine tragende Rolle zuordnen würde. Ich meine aber, dass es doch all das, was sich hier abspielt, auf einem ureigensten Spielfeld der Sozialarbeit abspielt. Und das ist, ja, durchaus Gründe und Anlässe gibt, dass die Sozialarbeit gerade in der gegebenen Situation sich überlegt, wie können wir Exklusion abmildern, verringern und wie können wir Inklusion stärken. Und ich hoffe, dass also das heutige Symposium da auch noch einige Anregungen liefern wird, um wieder auf das Bild also von den gesäten Samen und wie wird es mit ihnen weitergehen, zurückzukommen. Wie es insgesamt weitergehen wird, wissen wir nicht, aber wir haben gute Gründe dafür zu sorgen, dass zumindest einige Samen noch mehr sprießen als bisher und daraus was Gutes wächst. Danke. Ja, ich darf hier anschließen. Beginnend mit einem Zitat von Max Frisch, kein wissenschaftliches Zitat, also das Zitat eines Schriftstellers, wurden ja heute schon mehrere andere erwähnt. Demokratie heißt, dass sich die Leute in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen. Das ist, glaube ich, eine Definition, die vielen, die den Ansprüchen, vielleicht auch den Gedanken eben vieler Bürger, Bürgerinnen irgendwie nahe kommt. Meine Rolle hier ist es, so habe ich es jedenfalls verstanden, diese Perspektive der Bürgerinnen, vor allem auch jener Bürgerinnen, die zivilgesellschaftlich organisiert sind, zu übernehmen und aus dieser Perspektive heraus auch nochmal eine Brücke zu schlagen und ein paar Überlegungen mit Ihnen zu teilen, was Sozialarbeit in dem Zusammenhang bedeutet. Könnte, wobei ich hier mehr Fragen habe, beziehungsweise einige Anregungen. Sozialarbeit hat neben dem Auftrag, die Einzelnen in ihrer Lebensbewältigung zu unterstützen, immer auch ein gesellschaftliches Mandat, Stabilität und Normalität zu reproduzieren. Das ist ein Zitat von Birgit Büther von Chantal Munsch, zwei Sozialpädagoginnen, Sozialarbeitsforscherinnen. Und ich denke, es lässt sich sehr gut verbinden mit diesem Frisch-Zitat, eben dieses Einmischen der Leute in ihre eigenen Angelegenheiten, wie können Menschen dabei auch unterstützt werden und was heißt es unter dieser Berücksichtigung, dass es auch um Stabilität und Normalität geht und was wiederum heißt diese Frage der Stabilität und der Normalität mit dem Blick auf die derzeitigen gesellschaftlichen Verhältnisse, wie wir ja gerade schon, wozu wir ja gerade schon einiges gehört haben und was ich noch kurz weiter ausführen möchte. Das sind zum einen eben diese wachsenden Ungleichheiten, das sind die mehr als 80 Millionen Menschen allein im EU-Europa, die unter der Armutsgrenze leben. Sie sehen hier einige davon, die eben gegen diese Situation auch protestieren, die vor den europäischen Institutionen auf die Straße gehen und wirksame Maßnahmen zur Armutsreduzierung einfordern. Da gibt es aber noch viel mehr. Hier ist ein Bild vom vergangenen Wochenende aus Portugal. Große Demonstrationen in Portugal, in Spanien. Zigtausende Menschen, die auf die Straße gehen, weil sich ihre Lebenssituation massiv verschlechtern, beziehungsweise weil sie das
fürchten. Das heißt, wir sehen auch hier in Europa zerfallende Gesellschaften und es bewahrheitet sich immer mehr ein Phänomen, das vom französischen Armutsforscher Serge Bogam schon länger als disqualifizierende Armut für die Industrienationen festgestellt wurde. Das heißt, neben diesen offiziellen Armutsstatistiken, neben den bekannten armutsgefährdeten Gruppen, neben diesen Menschen, die in Armutssituationen leben, gibt es immer mehr, immer größere Kreise von Personen, die von Armutssituationen bedroht sind, die in irgendeiner Form von prekärer Situation leben. Wenn Sie Studienbücher lesen von Robert Castell, von Klaus Dörre, dann werden Sie dort ungefähr 12 bis 20 verschiedene Lebenslagen in unterschiedlicher Intensität der Prekarität wiederfinden. Das geht von den Menschen, die sozusagen noch im Moment gut abgesichert sind, aber sehr stark um den Verlust ihrer Position und ihrer ökonomischen und sozialen Stellung fürchten, bis hin eben zu jenen, die jetzt schon in einer Situation akuter Armut und Ausgrenzung leben. Gleichzeitig, das wurde auch gerade angesprochen, etwas, was die Chefredakteurin einer österreichischen Tageszeitung gestern in einem Kommentar das erbärmliche Schauspiel Politik genannt hat. Also nicht nur eine veritable Wirtschaftskrise, auch eine Krise des politischen Systems. Das ist ein Bild von gestern Abend, spontane Kundgebung vor dem Parlament anlässlich dieser Einigung der Parteien, dass der Untersuchungsausschuss eingestellt wird nach einigen Sitzungen, die noch durchgeführt werden sollen. Wir befinden uns also, und da glaube ich, gibt es ja noch viele weitere Indizien, das ist Ihnen allen klar, einerseits in einer veritablen Wirtschaftskrise, aber eben auch in einer politischen Krise. Und für mich ist die Frage, was heißt in so einer Systemkrise, was kann in so einer Systemkrise eigentlich Inklusion heißen? Inklusion in welches System hinein, in welche Gesellschaft hinein, in welche Politik, in welches Wirtschafts- und Sozialsystem hinein. Ich glaube, diese Fragen müssen wir uns stellen, sowohl in der Inklusionsforschung als auch in der Sozialarbeit, als auch in allen Formen, wo wir Beteiligung und Partizipation jetzt organisieren. Diese Fragen stellen sich auch Menschen, die in Ausgrenzung leben und die erkennen auch sehr gut diese Systemfehler. Das ist ein Bild von einem Theaterprojekt, das momentan in der Steiermark stattfindet. Das ist ein Projekt, das mit jungen Erwachsenen durchgeführt wird und zwar mit diesen sogenannten NETs, also Jugendlichen, die not in education, not in employment, not in training sind. Einige der deutschen sozialwissenschaftlichen Kollegen würden die wahrscheinlich als abgehängt bezeichnen oder Unterschicht. Es gibt in Österreich 75.000 Jugendliche, also laut einer Studie von Bacher und Dammesberger der Uni Linz, gibt es 75.000 Jugendliche, auf die dieser Zustand zutrifft. Sie sind eben weder in einer Ausbildung noch haben sie einen Arbeitsplatz, noch sind sie in der Schule. Sie werden in dieser Studie auch als von Desintegration bedroht genannt. Leben in einer schwierigen Lebenslage, haben aber selber einen sehr systemkritischen Blick und sind, um es in Ihren Worten vielleicht zu sagen, nicht unbedingt scharf darauf, in dieses System inkludiert zu werden. Und auch mit gutem Grund. Für dieses Theaterstück haben die Jugendlichen also einerseits ihre Lebenssituationen aufgearbeitet und stellen sie auch dar. Es gibt aber auch so eine Art Einleitung, so ein Vorspiel zu diesem Theater. Und in diesem Teil des Theaterstücks, das sie auch selbst entwickelt haben, stellen die jungen Leute die Systemfrage. Also sie sehen hier mit diesen Fotos sozusagen, sehen sie das moderne Leben, stellen sie das moderne Leben dar und es kommt der Punkt, wo sie dann sagen, stopp, beheben wir den Fehler im System und es wird alles zurückgespielt bis in die Steinzeit zurück, wo sie versuchen, statt einem konkurrenzbasierenden System ein Kooperationssystem aufzubauen. Das heißt, sie verweigern auch ein Stück weit eine Inklusion. Sie wollen nicht in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, unabhängig davon, ob die jetzt zur wachsenden Gruppe der Working Poor gehören oder zu den gestressten Mittelständlern, deren Leben sie auch nicht als erstrebenswert für sich selbst betrachten. Ich denke, das sollte uns zu denken geben. Ja, das ist das Stück Jungpleite abgestempelt, heißt es. Die Frage, die sich mir also stellt und die wir uns stellen sollen, denke ich, und woraus ein positives Spannungsverhältnis aus meiner Sicht auch zu begründen ist, ist die Frage Inklusion und oder Dissidenz. Ich glaube, dass es eben wichtig ist, auch den Inklusionsbegriff
genau auf dem Hintergrund dieser Systemkrisen, die wir momentan haben, auch zu hinterfragen und zu überlegen, inwieweit eine Haltung der Dissidenz, wie wir sie sehr oft auch gerade bei jenen Menschen, die in Ausgrenzungssituationen leben, finden, zum Teil aus überlebensnotwendigen Gründen, aber auch aus anderen Gründen, wie wir dieses Potenzial auch nutzbar machen können, ohne zu schnell in eine Inklusion, in dieses ohnehin sehr brüchige System irgendwie zu kommen. Auf das Bild komme ich später dann nochmal zurück. Wir geben laut, aber nicht Pfötchen. Das ist auch ein Zitat von Selbstinitiativen von Armutsbetroffenen, die sich heuer in die Regenbogenparade eingefunden haben. Inklusion und oder Dissidenz, ich möchte das nicht unbedingt gegeneinander ausspielen, ich glaube, es ist ein Spannungsverhältnis, das fruchtbar zu machen ist, genauso wie das Spannungsverhältnis Partizipation und oder Selbstorganisation. Es gibt ein sehr schönes Zitat der Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom, in dem sie sagt, viele sogenannten Partizipationsprogramme bestehen vorwiegend aus Sitzungen. Sie zielen kaum darauf ab, die Verantwortung wirklich an die Betroffenen zu übertragen. Aber nur an Sitzungen teilzunehmen ist langweilig, wenn wir alle zustimmen können. Es ist teuer und es lohnt sich nicht. Das heißt, Partizipation muss über dieses Teilnehmen an Sitzungen hinausgehen. Wir erleben im Moment, ich erlebe das auch, dass es sehr positive Ansätze gibt, auch Armutsbetroffene zum Beispiel in Beiräte, in Ministerien zu integrieren. Ich erlebe aber auch und sehe mit Skepsis, dass das zu einem Zeitpunkt passiert, wo wir, die Vertreterinnen der zivilgesellschaftlichen Organisationen, die dieses Privileg schon eine Weile länger haben, eigentlich auch sehr stark die Wirksamkeit und die Funktion dieser Art von Integration hinterfragen. Und das halte ich für sehr bedenklich, also beziehungsweise auch für eine große Herausforderung. Was bedeutet in dem Zusammenhang Partizipation? Wie sehr promoten wir eine Partizipation in Beteiligungsformen, an die wir selbst möglicherweise gar nicht mehr glauben? Und welches wären dann die Beteiligungsformen? Und es gibt ja auch positive Beispiele, haben wir einige gerade auch gehört, die wir unterstützen und die wir fördern müssten. In dem Zusammenhang ein weiteres Spannungsverhältnis noch, das ich für sehr produktiv halte, das ist die Frage nach Rand und oder Mitte. Die Randposition, das wissen wir eben aus der, zum Beispiel eben aus den Cultural Studies, aus den Queer Studies, wo sehr stark versucht wird, eine Randposition auch positiv zu besetzen, ist auch eine Position, die einen anderen Blick auf das Ganze ermöglicht. Das heißt, es geht wiederum darum, wie kann dieses Potenzial der Randposition auch genutzt werden. Dieser der Rand eben als ein ganz zentraler Ort, wie es hier in diesem Zitat von Bell Hooks heißt, in dem auch so ein Counter, eine Gegenhegemonie, ein Diskurs produziert werden kann, der sich eben gegen das momentane brüchige System stellt und der auch neue alternative Ansichten, Meinungen, Möglichkeiten, Gesellschaft zu gestalten, entwickeln kann. Hier glaube ich, dass die Sozialarbeit in der Theorie und in der Praxis sehr viel aus der Kooperation und aus dem Gespräch eben mit den Cultural Studies, mit Queer Studies, mit Ansätzen profitieren kann, die eben versuchen, diesen Rand auch produktiv zu nutzen. Und dabei geht es natürlich nicht darum, Ausgrenzungssituationen zu idealisieren, also das liegt mir sehr fern, und es geht auch nicht darum, sie zu instrumentalisieren. Aber es geht darum, diese Systemkritik, die vom Rand her kommt, nicht zu verlieren im Rahmen von Inklusionsbewegungen. Insofern eben fand ich sehr gelungen, dass die Selbstinitiativen von Armutsbetroffenen, die in einer Plattform namens Sichtbar bleiben, vernetzt sind, da werde ich heute Nachmittag noch mehr darüber erzählen, sich heuer an der Regenbogenparade beteiligt haben und dadurch diese eigene Ausgrenzungssituation auch in so einen Kontext eben von Queerness und von Ausgrenzungssituationen, die als Potenzial gesehen werden, sich damit eben vernetzt haben. Das ist ja normalerweise, also in der Bewegung der Armutsbetroffenen selbst ist das sehr schwierig, weil sich eben Armutsbetroffenheit nicht für Identitätspolitik eignet. Also man kann sich nicht vorstellen, dass jetzt Armutsbetroffene mit einem Schild Proud to be Poor, so wie es eben in der Lesben- und Schwulenbewegung eben dieses Proud to be Gay gibt, auf die Straße gehen würde. Das passt eben nicht zusammen und trotzdem denke ich, dass es Aspekte gibt, wo diese Zusammenarbeit und eine gute Vernetzung hier sehr wichtig sein kann.
Es geht natürlich um Machtverhältnisse. Harald Katzmeier, der vielleicht einigen von Ihnen bekannt ist, Autor des Buches Die Formel der Macht, sehr viel Netzwerkforschung und Theorie und Vorträge und Seminare dazu hält, hat einmal in einem Seminar, das er für zivilgesellschaftliche Organisationen gehalten hat, zu uns gesagt: Gut, die Formel der Macht heißt Netzwerke mal Ressourcen, das sind normalerweise finanzielle Ressourcen, die man bewegen kann. Seiner Meinung nach ist aber gerade in dieser Zeit der Systemkrisen heutzutage, können diese mangelnden Ressourcen durch ein Mehr an Visionen ersetzt werden und ausgeglichen werden, weil das, was eben im Moment die Systeme am meisten, woran es am meisten mangelt und woran, wo es ein Gerangel gibt und eine Unsicherheit und eine Ohnmacht, sind eben tragfähige Visionen. Also insofern, glaube ich, ist es wichtig, Visionen zu haben und Leitlinien, die unser Tun aus unterschiedlichster Perspektive in diesem Zusammenhang auch leiten können. Ein gutes Leben für alle wäre so eine Vision. Ich denke, dass das Konzept der Verwirklichungschancen hilfreich sein kann, sowohl für die Formulierung einer Vision als auch als Leitlinie für das eigene Tun und Arbeiten und um das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Und ich denke, dass darüber hinaus dieser Ansatz der Commons, wie ihn Eleanor Ostrom unter anderem eben vorgestellt hat, die leider vor einigen wenigen Monaten verstorben ist, dass wir auch da sehr gute Lösungsansätze finden können. Ostrom sagt, ich bin dagegen, bei jedem Problem die Lösung ausschließlich beim Markt oder beim Staat zu suchen. Es gibt auch noch andere Wege. Und das passt natürlich sehr gut, finde ich, auch oder ergibt sehr viel Sinn, auch im Hinblick auf diese gegenwärtige Markt- und Staatskrise, mit der wir konfrontiert sind. Da geht es natürlich nicht darum, die Konzepte von Staat und Markt jetzt wie das Kind mit dem Bade auszuschütten, sondern andere Formen der Selbstorganisation, der Institutionalisierung aufzubauen und damit auch natürlich Einfluss auf Markt und Staat und auf die Reformen dieser Systeme zu suchen. Das ist ein Weg, der natürlich schon sehr viel gegangen wird, in verschiedensten alternativen Initiativen, die versuchen eben auf andere Formen sich zu vergesellschaften. Ich kann jetzt da nicht genauer darauf eingehen, ich kann Sie aber darauf hinweisen, wenn sich genau der Beitrag der Commons zur Armutsbekämpfung besonders interessiert, kommen Sie auf die 9. Österreichische Armutskonferenz Ende Oktober, dort ist genau das Thema. Ich möchte abschließen mit zwei Herausforderungen, die Ostrom in diesem Zusammenhang festhält. Die eine ist die Frage, wie gelingt es fehlbaren Menschen, selbstverwaltete Institutionen zu unterhalten und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen? Die zweite, wie können Einzelne auf die Regeln, die ihrem Leben Struktur geben, Einfluss nehmen? Ich denke, dass das Fragen sind, die auch für die soziale Arbeit von großer Bedeutung sind, wo es eine große Aufgabe und Herausforderung auch gibt, bei der Beantwortung dieser Fragen mittätig zu werden. Und natürlich ist der Aufbau dieser selbstverwalteten Institutionen, das Finden dieser Regeln und so unendlich mühsam, auch von sehr viel Redundanz geprägt, dessen ist sich Ostrom sehr klar bewusst. Allerdings ist ihrer Meinung nach, und ich schließe mich ihr da vollständig an, gibt es eigentlich auch keine anderen Möglichkeiten. Ich möchte enden auch mit einem Zitat von Eleanor Ostrom. Wir alle müssen verstehen, dass jeder und jede Einzelne an der permanenten Gestaltung eines regelbasierten Gemeinwesens teilhat. Die Bürgerinnen und Bürger müssen die Kunst des Sich-Zusammentuns erlernen. Und die soziale Arbeit kann und soll sie dabei unterstützen, denke ich. Wenn dies nicht gelingt, so Ostrom weiter, dann wäre alle Forschung, alles theoretische Bemühen vergebens.